Wunderschönen guten Morgen. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem DWK-YouTube-Kanal. Wenn ihr künftig weiterhin Videos von uns sehen wollt und entführt werden wollt in die Welt der Traumkleider, dann abonniert gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die Benachrichtigung bekommt. Wir freuen uns, euch mitnehmen zu können. Heute sucht die liebe Sabrina ein Traumkleid für ihren Abiball 2022. Also seid gespannt und kommt mit Sabrina mit auf die Suche nach ihrem Traumkleid. Also ich möchte auf jeden Fall ein Prinzessinnenkleid, weil es ja mein Tag ist, mit Glitzer, Spitze ein bisschen ausgestellt haben. Hast du schon Kleider vorbereitet für Sabrina tatsächlich? Genau, ich habe für Sabrina schon mal ein bisschen was ausgesucht. Sie wollte ja ein bisschen was Knalliges, ein bisschen ausgestellter. Ich habe jetzt verschiedene Varianten für sie rausgesucht. Einmal mit so einem plissierten Tüllrock. Wir haben unser Sei einzigartig System. Das heißt, wir können für jede Schülerin oder für jede Kundin einmal bei unserem System gucken, ob das Kleid an der Schule bereits vergeben ist. Denn wir verkaufen jedes Kleid nur einmal pro Jahrgang und Schule. Jetzt die Auswahl von der Sabrina. Sehr schöne, viele verschiedene Farben, ganz viel Glitzer, so wie sie sich gewünscht hat. So, das erste Kleid ist angezogen. Moni, fandest du das schon mal gut, das Kleid? Sehr gut. Das war auf jeden Fall schon mal ein Volltreffer, ne? Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht immer so, aber ganz oft ist es tatsächlich der Fall, dass das erste Kleid, was ihr anzieht, meistens auch schon der Favorit ist und ihr euch so sehr verliebt, dass ihr die anderen gar nicht mehr anprobieren wollt. Aber es ist natürlich trotzdem gut, immer noch mal einen kleinen Vergleich zu haben. So, Glitzer ist auf jeden Fall genau dein Ding, oder? Genau. Kommt Kleid Nummer 3 jetzt auch schon in die engere Auswahl? Ich denke schon. Oh nein, am Ende hast du gar keins aussortiert wahrscheinlich. Du kannst dich gar nicht entscheiden. Viel schwerer als ich dachte. Oh, und da ist auch das nächste Glitzer. Oh, oh. Ina, hast du dir denn im Vorfeld schon bei uns die Kleider angeschaut? Also wusstest du schon so etwas, was auf dich zukommt? Ja, ich habe mir auf der Website ganz, ganz viele Kleider angeguckt. Das Problem ist, dass ich da schon gemerkt habe, dass die Kleider sehr schön sind, dass sie sehr viele sind. Und die jetzt aber angezogen zu sehen, macht das Ganze noch schwerer. Ja, stimmt. Und sich dann am Ende für ein Kleid entscheiden zu müssen. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist schön. Naja, das ist auch, was du eingangs gesagt hast, ne? Rot, Prinzessin, ne? Hat auch sehr viel Tüll. Ja, das ist 3 Lagen Tüll, Sabrina, und 2 Lagen so einen glänzenden Unterstuhl. Was sagt ihr denn? Rot oder Türkis? Ja. Rot. Ja. Rot? Einstimmig rot. Einstimmig rot. Das war schon schön, aber das rote Top macht man einfach. Das ist es geworden. Perfekt. Auf geht's. Sehr gut. Für welchen Anlass sucht ihr denn euer Traumkleid? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Kleid wie Sabrina für euren Abiball sucht oder vielleicht für eine Hochzeit eingeladen seid oder den Tanzball. Wir sind neugierig. Super, vielen Dank. Tschüss. So, die liebe Sabrina ist jetzt weg. Sie hat ihr Traumkleid gefunden, das Scarlet in der Farbe Rot. Wunderschön, es hat ihr sehr gut gestanden. Und wir freuen uns natürlich, dass wir sie glücklich machen konnten. Wenn auch ihr euer Traumkleid bei uns finden möchtet und einfach mal durchprobieren wollt, Farben, Stoffe, Schnitte, dann macht euch gerne einen Termin bei uns. Ihr Lieben, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gerne einmal einen Daumen hoch und auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr gerne auch weiterhin Videos von uns und unseren Traumkleidern sehen wollt. Bis dann!